Das ist modernste Konfetti-Lager- und Schießtechnik. Naja, egal. Wir kommen jetzt erstmal zum Flower Cup, glaube ich. War es der Flower Cup? Haut mich nicht, wenn es nicht so ist. Doch, es ist der Flower Cup. Sehr gut. Und auch da haben wir den Goldpokal. Verstehe ich nicht ganz. Egal. Und wir kommen zu der Strecke, die auf dem Cover von der Spielebox abgebildet ist. Das blende ich jetzt einfach mal hier oben ein. So sah das Spielecover aus. Ich fand das Cover damals cool. Das war toll. Aber egal, auf jeden Fall scheint unsere Konkurrent diesmal der Affe zu sein. Oder die Bitch mal wieder, je nachdem. Man weiß es nicht. Und ich glaube, hier sieht man am deutlichsten, dass die Bitch verschwunden ist. Nee, dass die Computergegner schneller als man selber ist. Das finde ich immer noch nicht so richtig. Egal. Jetzt knallen wir erstmal die drei da vorne ab. Und ich fahre übrigens unfassbar gerne gegen irgendwelche Fahrzeuge. Aber auch vor allen Dingen durch. Guck mal hier. Yay! Das finde ich so toll in diesem Teil, dass die Autos noch nicht hochfliegen. So wie in anderen Teilen, sondern man fährt einfach durch. Das finde ich toll. So. Die Bitch ist mal wieder weg, warum auch immer. Wie viel Geister kriegt ihr denn so einen Schnitt? Ich kann man gar nicht glauben. Da ist sie jetzt einfach nur weg, weil sie zu weit vorne ist. Kann ich mir auch vorstellen. Also jetzt muss ich knapp vorbeifahren. Sehr gut. Das hat geklappt. Und jetzt versuche ich mich mal mit den Pilzen wieder ranzusetzen. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Oh, wie weit ist denn die vorne? Fahr doch mal gegen Auto! Und wir erhalten einen roten Panzer, der rot ist. Was macht der rote Panzer denn da? Der fährt einfach mal gegen eine Wand. Da denkt sich so, nee, kein Bock mehr. Bäm, Wand. Ja, genau das. Och, Affe, nerv nicht. Ernsthaft. Nerv nicht, Mann! Stürmige. Drei rote Panzer. Komm schon. Muss doch langsam mal wieder ein Item kommen, das mir hilft. Oh, ich glaube, sie ist gegen ein Fahrzeug gefahren. Gucken wir auf die Karte. Und jetzt dürfte ich mich mit dem Blitz wieder ranwagen. Jawohl. Und platt drücken. Auch Schaden. Warum kriege ich das heute nicht hin, die Platz zu drücken? Das gibt's doch nicht. Ich verstehe ernsthaft. Du regst mich auf. Ich glaube nicht, dass der Windschatten bis hier hinten wirkt, oder? Nee, leider nicht. Komm schon, jetzt gutes Item. Yes! Jo, das war sehr gut, wer auch immer den Blitz da aktiviert hat. Ich danke dir. Von Herzen. Deutsch nicht vorhanden. So. Wenn ich jetzt keine Dummheiten mehr anstelle, dürfte es das gewesen sein. Und das war's. Und Peach ist sogar nur Dritter geworden. Gut, mit Item Glück jetzt gewonnen, aber ich glaube, anders kann man dann auf dieser Strecke auch gar nicht gewinnen. Wuhu! 9 Punkte! FTW! Aber ich denke mal, die KI wird jetzt Bowser bevorzugen. Einfach weil er jetzt mehr Punkte hat. Aber wir werden sehen. Aber ich glaube, der Flower Cup ist generell immer der Cup mit den Strecken, die keiner leiden kann, oder? Ich kenne auch ganz viele Leute, die diese Strecke hier überhaupt nicht mögen. Vor allen Dingen wegen einer Stelle, die wird gleich kommen. Aber vorher hängen wir mal den Donkey-Affen ab. Ja, wegen dieser Stelle hier. Wenn man da durch die... Wow. Oh, jetzt habe ich aus Versehen die Karte eingestellt. Wie stelle ich die denn wieder aus? Ich bin jetzt gerade auf irgendeinen Knopf gekommen. Nee, das ist die Kamera. Oh, das ist ja auch ein interessantes Licht. Komm, die lasse ich für das Rennen. Die ist toll. Da sieht man nämlich genau, wer wo ist. Und ich glaube auch, wann jemand crasht, oder? Und wann jemand einen Stern hat. Ja, komm, das lasse ich für die eine Runde. Das ist toll. Ich mag das. Oh, das war natürlich ultra scheiße. Aber Bowser fährt einfach mal in meinen stehenden Block rein. So, Toad ist vor. Peach nur auf 6? Oha. Das geht ab. Aber wir müssen uns jetzt erstmal um uns selber kümmern. Oh, und erstmal einen Schneeräumer reinfahren. Warum auch nicht? Macht ja auch Spaß. Na, jetzt aber erstmal Aufholjagd auf Toad. Und warum komme ich denn schlittern? Das gibt's doch nicht.
Übrigens, falls ihr anfängt zu schlittern, indem ihr einfach nur gegen irgendwas gefahren seid, oder weil ihr euch zu hektisch auf dem Eis bewegt, dann könnt ihr kurz bremsen, bis diese Note da erscheint. Und dann rutscht ihr nicht aus, so jetzt habe ich aber das Schlittern gar nicht bemerkt. Ihr müsst da wirklich auf den Sound achten, weil durch das Fahrverhalten merkt man das kaum. So, ich muss hier jetzt mindestens Zweiter werden, damit ich hier noch ein bisschen Boden auf Peach und Bowser gut machen kann. Aber ich glaube, Toad und Yoshi waren jetzt nicht so weit vorne, oder? Oh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Egal. Aber Yoshi bekomme ich dann noch. Ah, es sei denn, ich fahre in Bananen rein. Mann! Komm, 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 Yoshi. Ich krieg dich noch. Ich krieg dich noch. Nee, doch nicht. Verdammt. Egal. So kommen wir wenigstens auf den dritten Platz. Ist jetzt nicht so schlimm. Nö, auf keinen Fall. Und wir drehen uns noch eine Runde und fahren noch eine Runde in den Schneemann rein. Ja, ja. Nee, also, mal gucken, wie sich das jetzt auf den Punktestand aufzumacht. Na, nicht allzu kritisch. Ich bin immer noch gut vorne mit einem kleinen Polster. Jetzt aber nur noch vor Toad. Und Yoshi und Bowser auf den dritten Positionen. Nimmt man das so? Auf den dritten Positionen, wenn es bei. Egal. Ihr wisst es wahrscheinlich mal wieder besser. So, jetzt möchte ich aber gerne die Sicht. Ja. Das ist wieder die normale Sicht. Ich würde jetzt so eine Leitenfrage machen, aber das ist leider kein Livestream. Ja, ja, schon irgendwie was. Dann kann ich mal abstimmen, welche Sicht ihr haben wollt, aber das ist mir im Moment nicht möglich, weil Aufnahme und kein Livestream. Aber ich würde mir mal wünschen, sich einen Livestream zu machen. Das Problem ist, es wird sich wahrscheinlich keiner angucken. Das ist irgendwie der Sinn eines Livestreams. Naja, wahrscheinlich irgendwann mal. So, wir kriegen jetzt aber erstmal einen roten Panzer und schmeißen den und kommen drauf, weil wir es können. So, auf wen muss ich jetzt noch machen? Ich glaube auf Yoshi, ne? Yoshi war der Teilpunkt, der an mir dran war. Naja. Oh, da ist Bowser, der hatte einen Geist. Und wo kommt jetzt? Ach egal, die hatten schon beide einen Geist. Oder Donkey Kong hat sich einfach hinter dem unsichtbaren Bowser versteckt. Tudumtsch. Ach ja, aber nicht zu sehen von Yoshi, oder? Gehen wir mal eben. Yoshi auf 7, okay. Muss hier mal wieder übelste Verwirrung mit meinen Fingern machen, um die Karte zu wechseln, weil ich den Button offensichtlich auf den linken Stick gelegt habe. Das heißt, ich muss mit meinem Zeigefinger auf den Stick gehen und den dann nach links zeigen lassen, damit ich die Ansicht verändern kann. Das ist echt kompliziert irgendwie. Naja. Ja, komm, Bowser. Du könntest doch eh nichts. Mach einmal einen Blitz und dann war's das. Oder du fährst einfach in eine Banane. Oh, GK, geh weg von mich. Spar mir den jetzt auf. Aufpassen, dass man nicht darunter fällt. Das passiert mir nicht gerne mal so. Das soll Donkey Kong jetzt mal einer nachmachen, so in der Drehung direkt nach vorne werfen. So. Und wir fahren drehend ins Ziel rein. Yay! Das soll noch erstmal einer nachmachen. Hallo DK. Okay, wie kurz war jetzt der Blitz nur? Egal. Der ist wahrscheinlich aufgehoben worden, weil wir durchs Ziel gefahren sind oder das Rennen im Grunde vorbei war. So, und damit können wir uns noch mehr ab. Okay, das läuft ja aber jetzt mit den Punkten. Ich meine jetzt. Im Grunde haben wir schon gewonnen. Ich muss jetzt im Grunde nur noch als Vierter ins Ziel kommen, weil wenn man als Fünfter ins Ziel kommt, dann muss man das Rennen doch mal wiederholen. Das ist ein bisschen wenig. Aber okay. Der dafür verantwortlich ist, wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. In den modernen Teilen ist es ja nicht mehr so. So, wir haben einen Panzer im Vorrat und hauen damit erstmal Bowser weg. Und das war natürlich super, der Ausflug übers Gras. Wieder ein. Es gibt unfassbar viele Blitze in diesem Spiel. Juhu. So, ich weiß nur nicht, aber nicht. Komm, ich lasse es jetzt einfach blitzen, damit ich das nächste Item einsammeln kann. Nicht, dass ich das gerade ganz Rennen jetzt im Blitz behalte, auf einmal auf 8 bin und dann erst den Blitz einsetze und dann merke, oh verdammt, viel zu spät. Das wäre natürlich auch ungünstig. So, irgendwer ist gerade in meinen Kubus reingefahren. Wer auch immer. Oh, Banane! Okay.
Macht das überhaupt Sinn hier abzukürzen? Nicht viel, oder? Nein. Aber wirklich. Nein, jetzt mach mal die Bitch ab. Oh, die Kurve war gut. Hallo Bowser. Es geht ab. Ich hab Dry Road Panzer und ich werde sie auch benutzen. Und wo kam jetzt die Banane auch immer her? Aber ich ist einfach tot, die Schwuchtel. Oh Gott. Vierter kommt. Ich muss doch nur Vierter werden. Jetzt fall da durch, Mario. Hallo Mario. Komm schon, was kriege ich? Was kriege ich? Ein Blitz. Yes! Komm schon. Und jetzt nur auf den Stern am Ende, dann könnte ich sogar mehr Hoffnung auf den ersten Platz machen. So, jetzt haben wir Luigi mal platt gefahren. Ja, das wird was, das wird was. Jawohl, die fahren sich gegenseitig platt. Das ist auch physikalisch irgendwie ziemlich bedenklich. Dass zwei, die klein sind, einfach mal gegeneinander fahren und da platt sind. Das soll mir mal jemand erklären. So, Vierter sind wir geworden. Das hat ja gut funktioniert und so. Und damit sind wir Erster. Oh yeah. Okay. Damit sind wir mit 4 Punkten Abstand Erster. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt so viel, aber okay. Und zweite Siegerehrung. Wui, awesome. Und wir sehen. Genau, ach ja, stimmt, das war ja immer derselbe. Das ist ja auch heute so, dass unterschiedliche Enden kommen. Und wir sehen rechts da hinten Toad. Da ist er. Seht ihn euch an. Und da ist er schon wieder weg. Oh. Wuhu! Win! Ach, wie. Hat Bowser keine Pupillen? Scheint so, ne? Der hat überhaupt keine Augen. So richtig. Egal. Lupsi-Lups, das habt ihr alle nicht gehört. Und wir halten einen Pokal! Der sieht irgendwie genauso aus wie der andere, aber ist ja nicht so schlimm. Woo, first place! Awesome! Und damit kommen wir zu... Nein, komm schon. Zu Star Cup. Zum Star Cup. Und wer hätte es gedacht, auch da haben wir einen...